Wisst ihr, was ein heißes Eisen ist? Das ist etwas, wo man sich die Finger verbrennen kann, wenn man es anfasst. Und es gibt auch in christlichen Gemeinden manche heißen Eisen. Ab und zu packen wir mal einige an, hier auch von der Kanzel. Auch jetzt in der ersten Kurzpredigt. Wir haben heute noch längere Beiträge, aber es ist eine kurze Predigt zum Thema Musik. Bestimmt ein heißes Eisen, nicht? Viele schon darüber nachgedacht, wie stehe ich zur Musik? Wir haben ja wunderschöne Lieder gesungen, geistliche Lieder, und das steht ja auch in der Bibel. Ich lese Epheser 5 ab Vers 17. Epheser 5 ab Vers 17. Da lesen wir: Seid nicht ohne Verstand, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Sauft euch nicht mit Wein voll, woraus eine unordentliche Art folgt, sondern werdet voll Geistes. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Dank allezeit für alles Gott, dem Vater, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, hören hier, dass wir nicht ohne Verstand sein sollen in allem, was wir tun, in unserem geistlichen Leben. Und das gilt auch für die Lieder, für das Singen. Das ist ganz klar, wir sollen nicht den Verstand ausschalten, uns nicht in Trance oder Ekstase bringen, sondern immer wissen, was wir tun, so auch bei der Musik. Das heißt also, die Botschaft muss verständlich sein. Sie darf nicht übertönt werden durch Lärm, durch unpassende Gestaltung, durch fleischliche Elemente, die den Körper stimulieren, anstatt unseren Geist zum Herrn zu erheben. Also, seid nicht ohne Verstand, sondern seid nüchtern in allen Dingen, so sagt uns das Wort Gottes auch an vielen Stellen. Das gilt auch für jede Art von Musik. Alles, was uns in Unnüchternheit führt, in fleischliches Verhalten, körperbetont, vielleicht sogar Sexualität stimuliert, das kann nicht vom Geist Gottes sein und kann auch nicht zur Anbetung Gottes benutzt werden. Damit ist schon mal über 90% der heutigen Musik ausgeschlossen, was da so läuft in den Kanälen. Nicht? Also wenn man diese Kriterien anlegt. Weil das alles entweder Unterhaltungs- oder Körper- oder sogar Fleisches betont ist. Sei nicht ohne Verstand, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das heißt, auch der Text eines Liedes muss verständlich sein, sowohl was die Klarheit der Botschaft angeht. Es muss auf Gott bezogen sein, nicht, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und verherrlicht wird, du bist du oder so, sondern Gott soll angebetet werden, ihm soll die Ehre gegeben werden. Das ist das Zentrum geistlicher Lieder, dass wir erbaut werden durch den Text, näher zum Herrn Jesus geführt, gestärkt im Glaubensleben. Es gibt ja diese alten Paul-Gerhardt-Lieder mit oft 16 oder 20 Strophen, wo eine ganze Predigt enthalten ist. Wo gibt es heute noch solche Lieder, wo wirklich eine ganze Predigt gehalten wird in einem Lied? Ja, vergleicht mal mit Halleluja, Halleluja, und das war dann schon das ganze Lied oft, sondern da ist wirklich Botschaft drin. Und viele andere alte Autoren, und da wollen wir uns ein Vorbild daran nehmen, auch wenn wir heute noch Lieder schreiben. Also, ich sage jetzt nicht, dass jedes Lied 20 Strophen haben muss, aber das haben die Brüder damals, auch Philipp Friedrich Hiller, der ja hier in der Nähe in Mühlhausen an der Enz gelebt hat, der war ja stumm geworden, konnte nicht mehr reden als Pfarrer und hat dann in Liedern gepredigt. Da gibt es sehr viele Lieder, Hiller, das Schatzkästlein und Liederkästlein, wie das heißt, manche kennen das. Also das sind Botschaften, Lieder, die wirklich die Botschaft verkündigen. Versteht, was der Wille des Herrn ist. So steht in Epheser 5, Vers 17. Dann heißt es noch weiter, sauft euch nicht mit Wein voll, woraus eine unordentliche Art folgt, sondern werdet voll Geistes. Man kann Wein auch so übertragen jetzt auf jede Art von Unnüchternheit, von Ekstase. Und wir wissen ja, bei Rockkonzerten, bei Technokonzerten, dann wird nur Ecstasy genommen, wird Alkohol getrunken, kommt Zerstörung daraus. Solche Art von Musik kann niemals zur Verherrlichung des Herrn dienen, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern es soll alles geordnet zugehen. In 1. Korinther 14 lesen wir, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ganz klar, ordentliches Wesen, Ordnung. Sondern werdet voll Geistes, und zwar des Heiligen Geistes, nicht falscher Geister. Es gibt Musik, etwa aus Afrika, aus anderen Religionen, da ist es so, dass die Leute wirklich um das Lagerfeuer tanzen, bis diese falschen Geister in sie strömen. Und das ist zu uns gekommen durch etwa die harte Rockmusik und Ähnliches, wo der Mensch auch so wie oft um das Lagerfeuer hüpft und in Zuckungen kommt, den Verstand entleert. Und das soll nicht sein, sondern der Heilige Geist. Er soll es sein, der unser Herz erfüllt, aber auch nicht schwärmerisch
oder pseudo-charismatisch, sondern der echte Heilige Geist, der zur Anbetung Gottes und des Sohnes Gottes führt, der nicht selbst angebetet wird, sondern der in unserem Herzen wohnt, wie es in Römer 8 steht, und uns selber vertritt mit unaussprechlichem Seufzen. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Hier steht sogar, redet, auch hier wieder die Verständlichkeit der Botschaft. Ja, immer der Text steht im Vordergrund. Und übrigens, wenn wir vorhin gehört haben, in der Einleitung, habe ich ja Offenbarung 5 gelesen. Man meint oft, das sei gesungen geworden. Aber auch hier heißt es über diese Engel und die Tiere und den Thron und die Ältesten, in Offenbarung 5, Vers 12, und sie sagten mit lauter Stimme, nicht sie sangen, sie sagten. Das heißt also, auch hier steht das Wort im Vordergrund. Noch nicht mal die Musik, ist interessant, wir haben das auch gesungen, würdig ist das Lamm, aber die haben das, oder die sagen das vor dem Thron Gottes. Es ist ein präsentisches Futur, das wird noch so sein, in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, und auch jetzt schon ist die Anbetung Gottes natürlich alle Zeit, aber das Sprechen, das Wort, der Text ist im Vordergrund. Sehr interessant. Man denkt immer, die sangen, aber die sagten. Lest nochmal nach, wenn ihr es nicht glaubt. Offenbarung 5, Vers 12. Auch bei der Geburt Jesu in Bethlehem, als die Engel den Hirten erschienen, sie sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe, nicht sie sangen. Wir haben Lieder draus gemacht, ist auch nicht verboten, aber die haben gesprochen. Also ganz klar wortzentriert. Und der Geist bindet sich an das Wort, wie auch die Reformatoren betont haben. Der Geist Gottes ist wortgebunden und das Wort Gottes ist geisterfüllt. Wir dürfen das nicht voneinander trennen. Der Geist Gottes darf sich nie in schwärmerischer Weise vom niedergeschriebenen Wort Gottes von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 lösen, sondern es ist eine untrennbare Einheit. Ja, also Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder, und dann sieht man auch, gegen die übergroße Lautstärke, wenn hier steht in Epheser 5, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Also von ganzem Herzen den Herrn loben, aber auch in den Herzen. Wir können auch still singen, wir können die Lieder summen, wir können sie verinnerlichen. Es soll von Herzen kommen und zu Herzen gehen und nicht den Menschen zur Taubheit vielleicht sogar führen, durch übergroße Trommelei und Ähnliches. Das ist nicht Gott, der uns hier taub machen will, sondern wir sollen unsere Herzen zu Gott erheben. Sanfte geistliche Lieder. Und auch die Danksagung dürfen wir dabei nicht vergessen. Sagt Dank alle Zeit für alles Gott, dem Vater, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Soweit eine kurze Auslegung zu Epheser 5. Ich lese mal noch vor einige Punkte, die ich mal schon vor Jahren verfasst habe, wo ich das nochmal zusammengefasst habe, systematisch, um das nochmal zu vertiefen. Und zwar der Unterschied zwischen geistlicher und ungeistlicher Musik. Also immer Unterschied geistlicher Musik und ungeistlicher Musik. Geistliche Musik, zum Beispiel in einem Lied, verherrlicht den dreieinigen Gott sowohl durch den Text als auch durch Melodie, Rhythmus und Harmonie. Ungeistliche Musik dagegen verherrlicht Dinge dieser Welt und den Menschen, ist der Unterschied. Entweder gottzentriert oder menschenzentriert. Weiter, geistliche Musik unterstreicht behutsam einen geistlichen Text und deckt ihn nicht durch übergroße Lautstärke oder andere unpassende Gestaltung zu. Ungeistliche Musik dagegen verdeckt einen geistlichen Text, soweit ein solcher überhaupt noch vorhanden ist, und sie lenkt von seinem Inhalt ab. Weiter, geistliche Musik besteht aus einem ausgeglichenen Miteinander von Melodie, Harmonie und auch Rhythmus. Rhythmus ist nicht verboten, aber er darf nie dominieren. Und sie spricht demzufolge den Menschen in seiner Ganzheit an, aus Geist, Seele und Leib. Der Geist, das entspricht der Melodie. Die Seele, das entspricht der Harmonie, also dem Vielklang. Und der Leib, das ist dann auch der Rhythmus. Aber das steht hier am Ende. Ungeistliche Musik dagegen spricht nur einen Teilaspekt des Menschen an, meistens den Körper, also den Leib oder die Seele, auch dieses seelische Abgleiten in Unnüchternheit, auch das ist nicht vom Geist Gottes gewirkt. Also weder die Übertonung des Fleisches im Leib noch das Seelische, sondern das Geistliche muss im Zentrum stehen. Weiter, noch zwei Punkte. Geistliche Musik versucht niemals, den Menschen zu manipulieren, also fremd zu steuern, etwa indem sie ihn in Trance und Ekstase versetzt und seinen Verstand ausschaltet. Vergleiche 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachsam, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher und versucht, wen er verschlingen kann. Ungeistliche Musik dagegen versucht gerade,
diese Ziele zu erreichen, den Verstand auszuschalten und im schlimmsten Fall den Menschen an dämonische Mächte zu versklaven. Ganz schlimm. Und schließlich, geistliche Musik veranlasst den Menschen zum Lob Gottes und zur Buße und Reinigung des Herzens, dass unser Herz gereinigt werde, auch durch die Botschaft, indem der Herr sein Herz dem Herrn gibt, den gekreuzigten, auferstandenen Herrn Jesus annimmt, Reinigung erfährt von seinen Sünden durch das Blut Jesu und ein neuer Mensch wird. Das ist das Ziel auch geistlicher Musik, nicht nur der Predigten, auch der Chor- und Liedbeiträge. Auch nachher wird noch ein Lied sein, auch von der Jugend. Und wenn wir singen, es soll immer dazu dienen, unsere Herzen zu reinigen, uns zum Herrn zuzuwenden, ihn anzubeten, ihn zu loben. Ungeistliche Musik dagegen führt den Menschen hinein in Ich-Bezogenheit, also Egoismus, in Sucht, dass man immer mehr wie von einer Droge so braucht, ja, auch in der Musik gibt es das leider, und in Unreinheit, in Gedanken und Worten. Hört euch lieber nicht heutige Liedtexte oft an, was da eigentlich gesagt wird, ja, ich auch schon in Schlagern oder in anderer Musik, wie viel Unreinheit und Sünde da besungen wird. Es soll aber um Reinheit des Herzens gehen. Das ist ganz wichtig. Nur so werden wir in den Himmel kommen zum Herrn. Nur so werden wir ein sinnvolles und gereinigtes Leben führen. Und dazu möge uns der Herr Gnade schenken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass ihr dazu aufsteht. Geliebter Herr Jesus Christus, du hast uns die Musik als wunderbare Gabe geschenkt und wir wollen sie einsetzen durch deine Gnade zu deiner Verherrlichung. Schenk du jedem von uns immer wieder Weisheit, wie wir dich loben und preisen und auch zur Reinigung unseres Herzens beitragen können, auch durch Text und Lied, durch Musik, auch in unseren Gottesdiensten. So sei du bitte mit uns und fege aber auch den Sauerteig der Sünde hinaus, wo nicht alles in Ordnung ist. Wir sehen auch, wie es in vielen Gemeinden heute schon aussieht, wo der Zeit- und Weltgeist auch durch die Musik eingedrungen ist. Herr, erbarme dich, schenk doch, dass es viele noch erkennen, was nicht mit deinem Wort übereinstimmt. Herr, so sei du bitte gnädig. Und segne jeden Einzelnen. Amen.